The 9th of March 2001. Armin Meiwes, a 39-year-old computer engineer who lives in Germany, takes a butcher's knife. He cuts the penis off Bernd Brandes, a 42-year-old software designer who has arranged to be killed and eaten. Meiwes slices it in half. They both try to eat a piece. He records the whole event on video. 3 hours later, Brandes is still alive. Meiwes kills him by plunging a knife into his throat. Over the next year, he eats 20 kilograms of Brandes' flesh before he voluntarily confesses. For these two men, this was the ultimate erotic experience, the gruesome culmination of a twisted, whirlwind romance. December 2003, Armin Meiwes is standing trial for murder. Meiwes has never denied the killing, but the case stands out because it seems he did it for sexual gratification. And he claims that he shouldn't be convicted for murder, as his victim consented. A judge must decipher how and why these events took place. Whether this was a crime Meiwes was destined to commit, or whether he gave in to Brandes' determination to be mutilated in the most extreme way he could imagine. They met on the internet on the 5th of February, 2001. Hello. 1 month later, Frankie would meet Kator face to face. Enter your password. Armin Meiwes lived in the tiny rural village of Wusterfeld for most of his life. His home was a 40-room manor house, one of only 7 houses in the village. Erstens mal dieser wunderschöne große Garten, was eigentlich schon mehr an einen Park erinnert. Dann das Haus ist über 700 Jahre alt. Ja, man hatte das Gefühl, wenn man in das Haus reinkam, dass man plötzlich in einem ganz anderen Jahrhundert ist. Man hatte das Gefühl, da sei irgendwie die Zeit stehen geblieben in diesem Haus. In 1969, when Meiwes was 8, his father left. Soon afterwards, his brothers moved away. He then lived alone with his mother, Voltraud. She was destined to dominate his life. Seine Mutter hat ihn wohl sehr geliebt, aber sie hat das auf eine sehr dominante Art und Weise getan, hatte ich das Gefühl. Mutti, hallo. Sie ist eine Frau, die immer davon geträumt hat, dieses große Haus zu füllen mit Familie, mit Kindern, mit Leben, Gäste empfangen. Und in ihrem Leben hat es nicht so ganz funktioniert. Sie war dann allein, die beiden älteren Söhne gingen und ihr blieb nur Armin. Und sie hat diese ganze Liebe, ja, das kriegte eben Armin ab. From an early age, stifled by his mother's attention and without knowing many people, Meiwes says he began to dream. He invented an imaginary younger brother called Frank. The benefit for Armin Meiwes having an imaginary brother was the feeling I'm not alone in the world. There is one, I can talk to my most intimate ideas and fantasies. He will understand me. He will be the one that will not object to me, that will not throw me away. He's a part of me. He created his own fairy tales, which he still claims to remember vividly. He imagined dismembering and eating other children, so they'd be within him forever. During his adolescence, Meiwes remained his mother's loyal servant. Other people began to notice his absence from village life.
dann, ich sage es mal so, in diesem Alter, wo wir in die Disco gegangen sind, sei es mit 15 oder dann bis 18, 19, dann habe ich den Armin auch gar nicht mehr so groß gesehen oder so wahrgenommen, weil der da nie bei uns war, also in dieser Clique. Irgendwo, das konnte ich nicht sagen, der war immer daheim, der hatte seine Sachen an, die er eh und je immer anhatte. Und das war halt mal so, zurückgezogen in quasi da unten in dem Gutshaus da unten gelebt. Mivers gained temporary relief when he joined the army at the age of 19. But as he was stationed nearby, he continued to live at home. He rose through the ranks of the supplies corps. But other soldiers quickly figured out that he was something of a pushover. Also das war ja auch nicht so offensichtlich, dass er sich nicht durchsetzen konnte. Also das war so, wenn wir zusammensitzen, dass da in dieser Mattgruppe, in der Materialgruppe, da saßen wir immer mit 4 oder 6 Mann, das war schon, sag ich, mehr freundschaftlich. Und wenn dann, wie gesagt, wenn der Armin dann gesagt hat, hör mal, kehrt mal da, da haben wir gesagt, kehrt das selber. He still had a problem meeting other people. Es wird immer gesagt, dass sie, wenn Armin Frauen nach Hause gebracht hat, die alle rausgeekelt hätte. Ich denke mir, sie wollte für seinen Sohn, für ihren Sohn, die Mutter wollte für ihren Sohn bestimmt nur das Beste. Und sie hatte eine bestimmte Vorstellung von Schwiegertochter. Nur hat sie wahrscheinlich übersehen, dass diese Art von Schwiegertochter, die sie gern wollte, eine andere Liga war, als in der Armin gespielt hat. People started to question his sexuality. Vielleicht war das so zwiespältig oder wollte von mir wissen, was ich denke. Ob ich das denke, ob er homosexuell sei. Aber ich glaube, das war damals in der Kaserne, wo der Soldat ihm da was ins Ohr gesagt haben soll oder auf die Wange geküsst. Auch diese Situation habe ich ja nicht mitgekriegt, das hat er mir ja nur erzählt. Und daraufhin habe ich gesagt, sag ich, Armin, das musst du wissen, zu welchem Geschlecht du dich hingezogen fühlst. Ne? His mother was now bedridden and became increasingly dependent on him. But he eventually found a way to break free, and he made his own films about it. Through the army, he met a group of sailing enthusiasts who organized expeditions off the German coast. Armin's first trip was in 1991. He told his mother that he was away on army training for 2 weeks. Two years later, he decided to go again. This time, he wanted his mother's approval. But she'd only let him go if she could meet the man who was organizing the trip. Und wo ich dann dahin kam, gleich in die alte Empfangshalle. Ich habe erst gedacht, mein Gott, wo bist du hier gelandet? Weil das alles so ein bisschen mittelalterlich war. So kam ich ja vor in diesem alten Herrenhaus, alte Teppiche und alte Möbel und. After asking several questions, his mother eventually decided he could go. Aber warum diese Sorgen? Eigentlich waren sie ja unnötig. Das war ein 30-jähriger Kerl, der war an und für sich, ja, fürs Leben gemacht, sag ich mal. Der hat Ausguck gehalten, der hat die Segel mitbedient und alle diese Sachen, die ihm so an Bord anfallen, die hat er mit Freude, richtig mit Freude, es hat ihm richtig Spaß gemacht. Nimm uns mit, Kapitän, in die Ferne. Er hat sich nur mit seiner Kamera beschäftigt. Ja, das ist vielleicht noch ein Punkt. Diese Kamera, die hat er immer und überall dabei gehabt und hat auch überall, deshalb, und dieser eine Film, stammt ja auch von ihm. Wenn ich mich gut erinnern, vor anderen Dingen haben, hat er Nudeln gemacht. Nudeln mochte er besonders gerne, weil schon gar nicht so viel gegessen. But his mother was never far from his thoughts. Also fast jeden zweiten Tag hat er angerufen, das musste er wohl machen. Das hat er wohl von zu Hause, nehme ich mal an, die Order hat er bekommen. Du meldest dich aber, Junge, und sagst, wo du bist und ob es dir gut geht und so. After years without any changes in his life,
In September 1999, everything was turned upside down. His mother died after a long illness. Armin was alone. Es war bei ihm ganz normal, wie bei jedem anderen Menschen eben auch, der seine Mutter verliert. Er war traurig, er hat geweint. Er war froh, dass er Hilfe hatte von den Nachbarinnen. Wir hatten ihm geholfen. Die eine Nachbarin hatte Kuchen gemacht, ich hatte belegte Brötchen gemacht. Wir haben dann für ihn die Tische eingedeckt zur Trauerfeier und haben uns so ein bisschen gekümmert. Instead of freeing Armin to find his own life and finally grow up, his mother's death threw him completely off balance. It's both a relief and a danger. It's a relief from a lifelong control and a danger. What can I do without her? This could enforce his deviant fantasies, because in this part of his life, he always felt secure. Bernd Brandis disappeared on the 9th of March 2001. The 42-year-old software designer from Berlin had volunteered to be slaughtered by Armin Meiwes. An dem Tag, an dem nicht erschien, hatten wir uns eigentlich keine großen Gedanken darüber gemacht. Das war ja eigentlich eine normale Geschichte, dass ein Kollege später kommt. Aber als wir dann ins Mittagessen gegangen sind und er immer noch nicht da war, dann haben wir eigentlich langsam mit einem Anruf gerechnet. Es war eine männliche Stimme auf diesem Anrufbeantworter. Die männliche Stimme soll ihn gebeten haben, doch möglichst schnell nach Hause zu kommen, und sehr kläglich geklungen haben. Ich wusste es definitiv nicht. Und ich war sehr überrascht, weil das bisher in mein Weltbild nicht passte. The voice was René Janicek, Brandis' secret boyfriend. But Brandis' disappearance was just as mysterious to him. After the police drew a blank, he contacted journalists to investigate what had happened. Der René war mir eigentlich auf Anhieb eigentlich ein sympathischer Mensch, also sehr, sehr bodenständig und ist ja auch Bäcker, also was ganz, ganz Solides, und war aber absolut verzweifelt. Also was ihn vor allen Dingen in den Wahnsinn getrieben hat, war, dass er überhaupt keine Erklärung dafür hatte, was passiert ist. Also das war für ihn unvorstellbar. Man hat dann immer so ein bisschen auch so in die Ecke gepiekt. Hatte er irgendwie Kontakte zur Stricherszene, vielleicht kann da irgendwas passiert sein. Sowas kommt ja öfters mal in Berlin vor, wenn ein Schwuler plötzlich verschwindet. Und das war für den undenkbar. Er hat gesagt, wir haben jeden Abend hier zusammen zu Hause gesessen, Fernsehen geguckt und sind ab und zu mal ins Kino gegangen. Selten mal mit anderen Freunden irgendwie getroffen, in gemütlichen Kreise, aber niemals, niemals hatte der Kontakt zu so einer, sagen wir mal in Anführungszeichen, schmutzigen Szene, ja. Brandis had worked for the Siemens Corporation for 15 years before he disappeared. Zu Beginn ist der Herr Brandis ein sehr sympathischer Mensch gewesen, der einfach freundlich im Büro war, mit den Kollegen geflaxt hat, Witze gerissen hat. When Brandis split up from his long-term girlfriend Ariane, he waited just 3 months before he started searching for someone else. Er zu mir mal gesagt hat, er kann nicht alleine sein, wollte er gerne wieder eine neue Beziehung anfangen und hat dann angefangen, so Zeitungsannoncen und übers Internet Freundschaften zu treffen, Essen und Verabredungen zu treffen. When Brandis turned 40, he became desperate not to lose his sexual allure.
He reinvented himself and began working out obsessively. He couldn't stop telling his colleagues how he'd transformed his paunch into a washboard stomach. When he realized he was developing a bald patch, he shaved his head. Als wir dann in der Besprechung saßen und er kam rein, dann war auch die Reaktion so, genau so, wie er es, sag ich mal, erhofft hatte. Dass sie eben ihn fast nicht wiedererkannt haben und dass er eben die Haare abrasiert hatte. Ja, das war eigentlich generell so, dass Bernd immer auf Später im Verlauf der gemeinsamen Arbeit bis zu seinem Verschwinden wurde dieses Verhalten immer negativer. Brandis was becoming increasingly outlandish in his search for sensation. He gambled 6,000 Deutschmark on bringing a girl over from Nigeria, whom he'd found through an advert. But when he went to the airport to pick her up, he was disappointed. Als er dann hier in Berlin am Flughafen war, da stellte er fest, dass die nicht gekommen ist. Und nebenbei stellte sich auch heraus, dass noch ein anderer auf dem Flughafen gestanden hat und hatte auch Geld für dieses Mädel bezahlt. Natürlich haben alle Kollegen etwas drüber gegrinst und haben sich natürlich gedacht, na wie kann man da Geld hinschicken? Aber er war sehr ärgerlich, er war sehr aufgebracht und das ging so weit, dass er uns ankündigte, er fliegt da möglicherweise sogar hin und klärt das mal, wo sein Geld geblieben ist. Er findet, das ist eine riesige Frechheit. His efforts at finding excitement finally paid off when he met a woman called Alexandra. Nein, die war ein bisschen ich würde sagen, ein bisschen unruhiger, also ein bisschen, sie hat Fallschirmspringen gemacht und wollte ihn dann dazu überreden, Fallschirmspringen zu machen. Sie ist auch mit ihm Rollerskates fahren gegangen. But his relationship with Alexandra foundered after a few months, because he developed another passion. Also Bernd hat immer sehr viel von seinen PC-Vorlieben gesprochen, er war ein richtiger PC-Freak. Und was er sich zu Hause aufgebaut hat und was er alles gemacht hat. Bernd ist auch sehr viel im Internet gewesen, ist da sehr viel gesurft. Eventually he found someone who shared his interest in computers. Ich weiß allerdings, dass Bernd einen Freund hatte, der bei ihm dann gewohnt hat. Aber deshalb muss man ja nun nicht gleich homosexuell sein. Dass der die gleichen Interessen hat wie er und auch im Internet surft und dass sie sich da auch PC-mäßig, also zum Aufbau von PC-Netzen zusammengetan haben. Mehr hat er darüber nicht erzählt. Und das war aus meiner Sicht auch sehr glaubwürdig. In the year after his mother died, Armin Meiwes left the army and began to work as a computer engineer in the nearby town of Rothenburg. The time he had previously devoted to his mother was now spent helping people around the village. Ich erinnere mich an eine Nacht, als mir der Computer abgestürzt ist und ich habe ihn angerufen, das war schon nach 12. Ich habe nur in das Telefon geschrien, komm sofort, hol mir die Geschichte aus dem Computer, der war 3 Minuten später da. To meet new people, Meiwes started visiting the Blue Moon, a licensed brothel in a nearby industrial estate. But at the end of the night, he was often found asleep at the bar, alone. Er wirkte durch seine ganze Art, wie er sich gab, ja, wie ich schon sagte, nicht unbedingt der männlichste aller Männer. Er hat doch so eine Ausstrahlung, wie man sich eher jemand Homosexuellen vorstellt. Aber wir waren uns nie ganz schlüssig darüber, zumal er dann irgendwann sein Interesse an mir zeigte. Zu denken, das ist völlig absurd. Das ist so, als wenn ich mit Mickey Mouse ein sexuelles Verhältnis haben sollte. Nein, undenkbar. Meiwes claimed he met many women, although no one in the village ever saw him with anyone. Das hat er schon einmal gesagt. Er hatte mal gesagt, dass er verlobt gewesen sei oder er hätte eine Verlobte in Kassel, worauf ich noch geantwortet habe, damals so aus Flach, sage ich, Armin, wen willst du denn da unten mit dem Wüstefeld ins Haus reinnehmen? Oder ich hätte mich nicht getraut, eine Freundin damit reinzubringen und dir das zu zeigen. There was little evidence that Meiwes had experience of an adult sexual life.
He turned back to his inner world, his childhood fantasies. Now, they were expressed sexually. At first, he was embarrassed by that. He felt as if there were two, maybe he felt that there were two persons in him. This is not a part of me. These fantasies come from outside, from a bad ghost, perhaps. But the more he thought about it, the more he read about it, the more he saw movies about this topic, the more he could integrate it into his own life. When it comes to more extreme behaviors, for example fetishism, then you cannot just say this is something that is very closely and tightly connected to the upbringing of a person, because sometimes this can be connected to an experience that the person made and that is not related to the upbringing at all. We can understand many fetishism or many things that relate to fetishism. For example, many people understand that shoes can be nice, so we have a kind of an understanding that somebody may find shoes super nice. The psychological explanation is that there's nothing in the world that cannot be become a part of a sexual arousal. You just learn that there's something in the world that gives you a sexual arousal that doesn't for other persons. He installed a computer in his house and logged on to cannibal news groups. Here, he found hundreds of apparently like-minded people. He learned from internet chat rooms that there are many other persons in the world that at least say that they want to be slaughtered, that they say that they look for a person to be killed and to be consumed. And this made his second form of sexuality stronger and stronger in a, yeah, let me say, obsessive way. Mivas posted a message using the alias Frankie. While he researched cannibalism in secret on his computer, on the outside, nothing seemed any different. They totally adapt to the situation that they are different, they are the freaks, they know that, and they will not tell anybody. That's normal. The only noticeable change to his life was that he started to renovate his now dilapidated home. Er konnte das Haus nicht so instand halten, wie er es gern getan hätte. Er hat ein paar Sachen gemacht. Er hat das Haus von außen gestrichen. Also von außen wirkt es schon mal recht ordentlich. Und er hat irgendwann mal angefangen, in die oberen Schlafräume Waschbecken zu bauen und Toiletten zu installieren. Er hatte wohl ursprünglich vor, Schulungen zu geben, Computerschulungen, und dann das für so Wochenendseminare und Computerschulungen eben dann auch für Kunden als Schlafmöglichkeit zur Verfügung zu stellen. Also im Grunde genommen muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, dieses Haus hätte man total entkernen müssen und alles neu machen müssen. But his renovations were not only to make the house more comfortable. In parts, which none of his friends would ever see, Mivas constructed a slaughter room to realize the next stage of his fantasy. He built a cage. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwo nicht hätte hingehen dürfen. Es war aber auch so, dass, wie gesagt, er nur in den unteren Räumen gewohnt hat. Und wenn wir dann da waren, bestand überhaupt keine Veranlassung, nach oben zu gehen. He posted photographs of his handiwork on the internet. Over the next year, he started to attract attention. Some people just wanted to discuss killings. Others wanted to see his slaughter room. When people came to his house, Mivas drew lines on their bodies where he said he'd make his cuts. He hauled them up by their feet on a pulley he'd attached to his ceiling.
but he discovered that very few people were willing to take their fantasies further than roleplay. Every one of them returned home unharmed. For most of the people who are active in these internet rooms, role-playing is enough because they know that this is not only abnormal but also illegal, and they really don't have the idea to kill and eat someone else, but they love to have the fantasy. This is just playing. But on the 5th of February 2001, Frankie received a reply unlike any other. In the year before his disappearance, Bernd Brandis's life changed completely. He moved in with René Janicek, a baker whom he'd met through a personals ad. Dieser Brandis war also auch in den Augen seines Freundes ein komplett spießiger Mensch, komplett solide und auch ein bisschen spießig, was er auch durchaus an ihm geschätzt hat. War ja auch, der René war ja auch jünger, bestimmt 10 Jahre mindestens, und hatte so einen Eindruck, also so einen gewissen Halt gefunden bei dem Brandis, und weil auch eine absolute Verlässlichkeit und so weiter, also nicht dieses schwippige, flippige Schwulmilieu, was man so aus Berlin kennt, sondern einfach wirklich so die spießigen Schwulen, die es ja dann auch gibt, die dann auch dann extrem spießig sind manchmal. Brandis continued to keep this relationship secret from his colleagues. Für mich ist in der gesamten Zeit, wie ich den Herrn Brandis kannte, nie zutage getreten, dass er eventuelle homosexuelle Neigungen verspüren sollte oder auch ausgelebt habe. Für mich ist der Herr Brandis generell ein immer heterosexueller Mensch gewesen, der sich zum Teil damit brüstete, was für Erlebnisse er gehabt hatte, und eben ganz normal eben unter Männern mit seinen Beziehungen auch angab. Unknown to his colleagues and René, Brandis started seeing male prostitutes, whom he picked up outside Berlin's main railway station. He asked them to whip him until he bled. More than once, he asked them to bite off his penis. He offered to pay thousands of Deutschmark. Every prostitute refused. He began to look further afield to fulfill his masochistic desires. He discovered cannibal newsgroups and logged on as Kator. I don't think this is a sign for normal sexual behavior if you post messages in these internet websites, but nothing to really worry about if you do it just for fun. Brandis trawled thousands of postings for someone who was able to fulfill his fantasies of mutilation. One stood out from the others, Frankie. They began to exchange emails. If you share many hours with your computer to find persons you can share these obscene fantasies, then I think you have a trouble. Just a month after Kator met Frankie on the internet, they made detailed arrangements to realize their fantasies together. Brandis leaves his house early in the morning, as if he were going to work as usual. René is still asleep. He travels to Berlin's main railway station. He buys a ticket across Germany to Kassel, one way. He pays in cash, so nobody will be able to trace his journey. Mivis will drive from Wusterfeld to Kassel station to meet him in 3 hours' time. Brandis has emailed Mivis with detailed instructions for the slaughter. He has also sent pictures of himself naked. Mivis has done the same. This morning, Brandis erased everything from his computer that might reveal his destination. He won't be missed at work.
He's taken the day off. He deliberately eats nothing, so his intestines will be empty. According to cannibal websites, this will make the slaughter easier and his meat tastier. At Castle Station, Mivis meets Brandis off the train. They drive back to Wusterfeld. They reach the house, undress, and drink coffee naked. They go upstairs to inspect the slaughter room. With a serious and willing volunteer, Mivis finally has the chance to realize his fantasies. But at the crucial moment, he can't bring himself to bite into Brandis. So Brandis decides to go home, his fantasies unrealized. But Brandis doesn't take the train back to Berlin. Mivis claims that Brandis now begs him to try again. Mivis convinces him that this time he'll be able to go through with it. Brandis buys sleeping pills, cough medicine, and schnapps. He swallows them on the way back to Wusterfeld to make him drowsy. Back at the house, Mivis sets up his video camera to film the slaughter. He cuts the penis off Brandis. He slices it in two so they can both eat a piece. But it's too tough. Mivis goes downstairs to fry it while Brandis climbs into the bath. The penis ends up so burned that it's impossible to eat. Brandis starts to bleed to death in the bath. Mivis passes the time downstairs by reading a Star Trek novel. 3 hours later, Brandis is still alive. Mivis decides to kill him. He drives a knife 18 centimeters into Brandis' throat. Mivis buries the skin and innards in his garden. He packs the meat into blue freezer boxes. While life in the village goes on as normal, 2 days after the slaughter, Mivis prepares his first human meal. He eats a steak with potatoes, sprouts, a pepper sauce, and a glass of red wine. Later, he tells the police that it tastes like pork. He cooks an arm bone in the oven and grates it to make flour. He puts Brandis' foot on a platter and decorates it. Later, he claims that he becomes sexually aroused for the first time when he masturbates to the video of the slaughter. Irgendwas Dubioses passiert sein. Also man hat dann auch schnell recherchiert, es gab keine Kontobuchung, also er hat kein Geld von der Bank abgeholt. Also von daher konnte man ausschließen, dass er sich irgendwie abgesetzt hat. Ja. Other clues began to surface. A friend of René's remembered seeing Brandis at a Berlin station on the day of his disappearance. Wir sind auch zum Bahnhof Charlottenburg gefahren und haben einfach überlegt, wir sind jetzt hier und wo
was macht man von hier, was gibt es für Möglichkeiten, und haben einfach probiert, irgendwie zu rekonstruieren. Also kann man von hier irgendwo hinfahren, wo man sich vielleicht irgendwo gut runterstürzen kann, also, oder, und wir haben aber beide, waren wir ratlos, und der René war einfach fertig mit der Welt, einfach weil es hat irgendwie nicht zusammengepasst. As a last resort, they published a photo of Brandis in a newspaper advert. After several weeks, there were no replies. Without any further leads, the case was closed. Mivis was now the only person who knew what had happened on the 9th of March 2001. Nobody in Wusterfeld suspected a thing. People from the outside will not necessarily, or maybe never ever, realize that the fantasy became a reality, because they didn't understand that there was a fantasy in the first place. So on the one side, the person who commits the crime or fulfills the fantasy or whatever is used to absolutely not telling anybody, to not showing any signs of that. And then the people from the outside just don't realize a change, because most likely there is not that much of a change. Over the next few months, Mivis continued to cook and eat Brandis's meat. But having realized his fantasies, he was alone again. He would be the same man he was before. He would be alone, he wouldn't have a partner, and he still would have his dreams. It's kind of an obsession. It's like an alcoholic. He says, oh, I will never drink again. But some months or some years later, he starts drinking again, and then all what he said before is nothing. Because this obsession, this addiction, is still part of his personality, and so it is with the cannibalist. After 5 months' silence, Frankie logged back on to the cannibal newsgroups to search for a new victim. To convince people that he was serious, he began giving away details of his crime. Within a month, a student from Innsbruck saw several graphic postings by Frankie and alerted the police. At 8:45 a.m., on the 10th of December 2002, nearly 2 years after the slaughter, seven police officers arrived at Mivis's house. Mivis was charged with the glorification of violence. When asked whether he'd actually eaten human flesh, he replied, I may have. Bin ich heimgekommen von der Mittagspause, war 12 Uhr rum. Ja, ein Mini-Bagger da im Garten drin am Baggern. Den bin ich heimgefahren. Leichenwagen vor der Tür. Polizei. Bin ich heimgefahren. Und habe zu Maike gesagt, also zu meiner Frau. Sag ich, Maike, was ist denn da unten los beim Armin? Sag ich, da unten steht der Leichenwagen, Polizei, Bagger. Sag ich, dann haben wir noch so gesagt, der Armin, der hatte so einen Rottweiler, der hatte er wohl die Aufsicht genommen gehabt von einer Bekannten und wollte den Rottweiler ausführen, und der Rottweiler, und da habe ich gesagt, da war der erste Gedanke, der Rottweiler hat einen Armin aufgefressen. Inside the house, the police seized 200 hard disks from Mivis's three computers. They contained 3,800 downloaded photos, a mixture of pornography, torture, cannibalism and Mivis's holiday snaps. But as the police searched the house, Mivis managed to hide the videotape showing the slaughter. The police removed 10 kilograms of meat from the freezer. In the garden, they discovered the remains. They were sent to a forensic lab to confirm their human origin. But as the results wouldn't be available for another 24 hours, Mivis was released while the police searched for more evidence. He called his lawyer in the neighboring town of Rothenburg and confessed. Nachmittags, wo ich heimgekommen bin, so um 3:30 rum oder was, dann war es klar, dann hieß es dann da, der Menschenfresser, da in Rothenburg hat einen anderen aufgefressen, und dann war das dann klar, dass doch nicht der Rottweiler den Armin aufgefressen hat, sondern der Armin da einen anderen geschlachtet hat. In his confession, Mivis revealed the whereabouts of the incriminating videotape, which the police recovered.
With so much activity in the village, the rumors spread. Journalists and TV crews descended on the house. Und da mit irgendwelchen blutrünstigen Geschichten aufzumachen, ist schon schlimm genug. Und wir bemühen uns da schon eben relativ dezent zu sein. Und die Leute haben sich halt auch schon gefragt, warum sie nichts gemerkt haben oder warum man nichts merken konnte. Ich habe telefonisch von der Tat erfahren, von einer Freundin. Warst du heute schon in Wüstefeld? Und sie in einem ganz seltsamen Ton zu mir: Armin hat jemanden getötet. Und mein erster Gedanke war: ups, Armin, der hat einen Autounfall gehabt, blöderweise, und da ist irgendjemand zu Tode gekommen. Wie gesagt, das war der erste Gedanke, weil Armin, der liebenswerteste Mensch unter der Sonne. Eben haben die Mitsegler das mitbekommen, die haben mich dann angerufen. Sagt er, stimmt das, ist das der Armin? Ich sag, ja, ist der Armin. Ich sag, ich verstehe es auch nicht. Der Armin, er kam ab und zu mal, wenn wir irgendwelche Besprechungen hatten oder so, kam er auch hierher. Und da war der so aufgeschlossen und so freundlich, höflich, nett, zuvorkommend. Kann man nicht anders sagen, ist so gewesen. Stellt er sich ja heute teilweise auch wieder dar. Pathologists calculated that almost 20 kilograms of flesh were missing from Brandis' remains. Having watched the video that Mybus made, they judged that Brandis had died from the slit to his throat rather than the mutilation. So Mybus was charged not with manslaughter, but with murder. He was moved to a high security prison where he was kept for a year while the case against him was prepared. State psychiatrists found Mybus to be sane and rational, so he was able to stand trial. He told them of how he dreamt from an early age about devouring another man. If you are a cannibal, then obviously you are very different and you suffer from a type of psychological change. But that is not the same as the psychiatric illnesses that you have, for example, when you are a schizophrenic person or a paranoid person, when you really think that the things that, for example, that you hear or perceive or smell or whatever, that they might be real. But here you have people who know that their fantasies are different from what everybody else thinks, but they cannot help it. So in a way they are different, but they are not suffering from the super severe type of mental illness that we would immediately spot in the streets. And that's also one reason why nobody can see that you have cannibalistic fantasies or zoophilia or anything like that. You just can't see that. Mybus also told psychiatrists that he felt he had absorbed Brandis' masculinity and even his abilities, like being able to speak English. In Berlin, nothing had been heard about Brandis since his disappearance 18 months before. Then suddenly, his face was back in the news. Denn ich bekam früh morgens eine Mail und in der stand da nur drin, sie haben Bernd gefunden. Und dann habe ich war ein Internetlink und der war dann zur Zeitung und da war dann Bernds Gesichtbild zu sehen und das war ja auch das Fahndungsfoto, womit er gesucht wurde und dann konnte ich es einfach nicht fassen, als ich den Bericht gelesen habe. Das war ein völlig anderer Bernd Brandis, wie wir ihn bisher vorher noch nie kennengelernt hatten und wie wir uns ihn auch nie hätten vorstellen können, weil wir einfach auf die Idee gar nicht gekommen wären. Ja, dann fällt es einem so ein bisschen im Nachhinein natürlich wie so Schuppen von den Augen, weil ja meistens Leute, die irgendwie, sag ich mal, Anführungszeichen perverse Neigungen haben und Triebe haben, hier nach außen meistens völlig unscheinbar und unspektakulär wirken. Ja? Und das da erinnert man sich ja, dass das Muster das immer das Gleiche ist. Na, wenn er wirklich so das gemacht hat, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann kann er sich sehr gut verstellen. Oder konnte sich sehr gut verstellen. Dann ist es wirklich ein zweites Ich gewesen, was Bernd hatte. I don't think that anybody understands why you really wanted to do that. One reason is, for example, obviously you don't want to exist and you want to completely disappear, but at the same time you get power. It's a kind of a domination from the bottom. Like, I'm very weak, but somebody eats me and I know that as long as I live, he really likes me for getting eaten, because obviously I have some type of energy that is valuable for him. So I'm weak, but out of my weakness comes power, because the other person wants me. Brandis
did not only fantasize, he really wanted to be killed. It is my right to suicide myself, and I want to do it that way. Mivus's defense against the charge of murder rested on the claim that his victim consented to the killing. I think he's very honest. I think he's very honest, yeah. But I think that what Mivus tells us about the consent of Randers is real. It's not a lie. The question of consent is the crucial point of the whole thing, I think. Because in normal cases, the victims do not consent in any way. Because cannibalism isn't illegal, the prosecution's case rested on whether the killing was sexually motivated. If proved, he could be convicted in Germany of murder, even if his victim did consent. Ja, deswegen bin ich ja der Meinung, dass der weg muss für immer. Und also wie gesagt, ich schlachte auch kein Schwein, wenn ich noch meine Wurstekammer voll Wurst habe. Und er konnte dann vielleicht, konnte er gezielt suchen nach einem, ob das nun dieses Jahr gewesen wäre oder nächstes Jahr oder in 3 Jahren. Und wenn vielleicht der Richtige kommt, der in sein Schema da reinpasst, dann hätte er den, würde ich sagen, wer sagt mir, dass er den nicht schlachten würde? Ich glaube nicht, dass ich dem segeln würde. Denn da muss ich auch, denn das Vertrauen ist eigentlich in so ein bisschen, das ist weg, das ist nicht ein bisschen weg, das ist eigentlich ganz weg. Ich würde auch vielleicht keine Segler finden, die das auch sagen würden, komm, wir machen eine Therapie mit ihm, wir segeln jetzt einfach nochmal mit ihm und mal gucken, was daraus wird. Wir sind ja mit 5 Mann oder mit 4 Mann stärker, wenn wir nur den einen haben und wir haben ihn laufend in Beobachtung und passen auf, ne? Wir können ja auch einfach über Bord schmeißen. Das wäre ja das Einfachste dann, um ihn zu erledigen. A society cannot live on with persons that have these paraphilias. So it's both. It's for him, it's his way of having sex, the way he wants to have sex, and it is a kind of a disorder. The people suffering from paraphilia cannot control their urge. They cannot. They cannot even control thinking about it. I mean, they cannot just say, okay, I want to fall asleep, I don't want to think about it anymore. It doesn't work like that. If you judge from the last 100 years, it's not very likely that it's going to happen in Germany again in the next, you know, in our lifespan or something, but it could. Seriously, nobody should underestimate the influence of our modern world. That is, people are interested in subcultures, people are very much interested in extremes. The border is not there anymore. The subcultures are getting very, very well connected, so maybe it's going to happen again.